Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Schritt in der Reihe, wie komme ich vom objektorientierten Datenmodell zu meiner Softwareanwendung? Im letzten Abschnitt hatten wir uns ja damit beschäftigt, wie man eine Relation zu 1 oder zu 0 oder 1 in ein Attribut umwandelt. Und analog dazu werden wir uns jetzt angucken, wie man eine zu n oder eine zu 0 bis n Beziehung entsprechend auch in ein Attribut umwandelt. Jetzt gibt es hier aber noch eine andere Beziehung und da wird es jetzt spannend. Die sieht nämlich anders aus. Schauen wir uns die nochmal an. Wenn die Flüsse, an denen so eine Stadt liegt, die Stadt auszeichnen, dann müsste ja hier ein Attribut liegt an erscheinen. Ja, okay, das ist wunderbar. Jetzt müssen wir uns nur überlegen, von welchem Typ ist das, weil auf der anderen Seite steht 0 bis n. Das heißt, wir brauchen einen Typ, der nicht Fluss ist, also wenn da eine 1 stehen würde, sondern wir brauchen einen Typ, der unter Umständen auch mehrere Flüsse sein kann. Und dafür gibt es die Liste. Ja, also Sie haben eigentlich in allen Laufzeitumgebungen irgendwelche Listentypen und in C-Sharp gibt es eben auch einen und den benutzen wir jetzt mal an der Stelle. Wir generalisieren das dann später noch, aber jetzt nehmen wir erstmal hier ganz normal die Liste. Ja, so, das heißt, schauen wir uns das an, wie ist das deklariert? Also der Typ von liegt an, oder das ist ja unser verstecktes liegt an und das hier ist unser öffentliches. Der Typ von liegt an ist jetzt nicht Fluss, sondern eine Liste voller Flüsse. Ja, das nennt man generic, das heißt, es gibt also einen Listentyp, der kann so Sachen wie ich packe was dazu, ich nehme was weg, ich hole was wieder raus und so, also der kann sowas machen und hiermit sagen wir, in dir drin sind nur Flüsse abgespeichert. Gut, der Rest funktioniert im Prinzip genauso, man muss halt im Prinzip man muss jetzt einfach nur vorstellen, okay, jetzt mit diesem zusammengesetzten Ding erschaffe ich einen neuen Typ, also wie wir eben Land als neuen Typ erschaffen haben, erschaffen wir jetzt mal Liste von Flüsse als neuen Typ und dann benutzen wir den ganz genau wie alle anderen Typen auch. Also wenn da wie ein Integer zum Beispiel, also ich möchte gerne hier den Typ von dem Property als zusammengesetzten Typ angeben, dann steht hier der Name des Properties, hier steht wieder die Sichtbarkeit. Und aussehen tut es so, dass es eben so ein Getter hat. Das gleiche für unser verstecktes Attribut. Ja, also hier, es liegt dann, ist unser verstecktes Attribut, ist private. Hat auch wieder den Typ, ich bin nicht ein Fluss, sondern mehrere davon. Und jetzt ist das hier natürlich auch wieder ein Objekttyp, also eine Klasse. Und da hatten wir ja gesagt, die müssen wir mit dem New-Operator anlegen. Also ist das Initialisieren hier ein bisschen aufwendiger. Also schreiben wir hin. Ich bin eine Liste voller Flüsse und ich werde hier mit New List Fluss instanziert. Das heißt also jetzt, sobald es eine Stadt gibt, gibt es an dieser Stadt auch eine Liste mit den Flüssen, an denen sie liegt. Immer, weil es ja direkt in der Klasse drin steht. Das heißt, wenn der Konstruktor durch ist, ist auch diese Liste da angelegt. Jetzt sehen Sie aber hier, das ist im Prinzip analog zu dem, wie wir es in Java auch gesehen haben. Sie sehen jetzt nur den Getter, das heißt also derjenige, der an diese Liste dran möchte, weil er zum Beispiel sagt, ich möchte da Fehler korrigieren und einen Fluss wegnehmen oder ich möchte einen neuen Fluss hinzumachen, der kriegt von uns nur die Liste. Der darf die auch nicht irgendwie neu zuweisen oder sonst was, der kriegt die einfach raus und dann kann er mit allen Methoden, die die Liste hat, also hinzufügen, wegnehmen und so weiter, kann er an der Liste rummanipulieren. Aber er kann es eben nicht die Liste aus dem Objekt rauslöschen, denn das ist alles private. Sehen Sie, hier ist private und ich kriege die nur da raus. Kriege ich die raus, kann irgendwas damit machen und fertig. Mehr geht nicht. Ja, und ansonsten hier am Konstruktor sehen wir ja, müssen wir dafür nichts ändern, weil der kann ja auch an keinem Fluss liegen. Also ist das alles, sagen wir mal, hinreichend unspektakulär. Da passiert nichts. Jetzt gucken wir uns das nochmal eben bei der Person an. Person ist ein bisschen länglicher, ist aber ähnlich aufgebaut. Ich habe jetzt mal abweichend vom Datenmodell hier Vorname und Familienname implementiert. Und eben hier wohnt in und geboren in. Und da schauen wir mal ganz kurz rein, warum das so ist. Ah, alles klar. Also geboren in ist genau eins. Passt. Also ist genau eine Stadt. Ja, und wohnt in. 1 bis n können mehrere Städte sein. Alles klar, ist eine Liste voller Städte.
das passt. Ja. Auch hier wieder die gleiche Mimik, wir müssen das anlegen und so weiter. Zugriff auch wie eben gesehen, ich lasse niemanden direkt auf mein Listenattribut zugreifen, sondern man kann von mir die Liste bekommen, kann mit der arbeiten, kann Sachen rein und raus tun, aber die Liste selber gehört mir, bleibt also ganz normal private. So, das gleiche, wie wir eben gesehen haben mit den Hauptstädten zum Beispiel, ist hier genauso. Also geboren in ist genau eine Stadt. Wenn ich gibt also zurück aus diesem versteckten Attribut. Und wenn ich das setzen möchte, dann wird immer geguckt, ob das hier ungültig ist. Und wenn es ungültig ist, dann gibt es gleich eine Exception. Und ansonsten landet es aus dem Value einfach in dem geboren in. So, Name, Vorname, das ist im Prinzip das gleiche wie bei Name. Ne? Also jetzt einfach geguckt, ob das irgendwie leer ist. Wenn es nicht leer ist, dann ist gut, kommt es in dieses versteckte Attribut rein. Und wenn es leer ist, dann ist nicht gut. Dann muss es entsprechend, dann wird entsprechend eine Exception geworfen. Das gleiche hier mit dem Familiennamen. Also an der Stelle alles wie erwartet. So, jetzt wird natürlich auch so ein bisschen der Konstruktor leicht länglicher. Der Vorname und der Familienname werden hier einfach zugewiesen, ne, weil wir das hier sind ja im Prinzip, da sind ja Setter hinter, das heißt, die prüfen sich selber, das ist also wunderbar. Und jetzt kommt hier die Stadt. Jetzt haben wir eben gesagt, na, mehrere Städte, dann nehmen wir den Typ List, eckige Klammer oder spitze Klammer auf Stadt. Man hat es aber hier noch etwas weiter generalisiert und das sollten wir uns auch gleich angewöhnen, solche Sachen zu benutzen. Die Fähigkeit von so einer Liste oder eine der Fähigkeiten von so einer Liste ist, dass man nacheinander alle Elemente aus so einer Liste rausholen kann. Gut, das ist eine Binse, ne? Das ist ja auch bei einer Liste auf Papier so. Ne? Gehen Sie einfach zeilenweise durch. Jetzt haben wir aber so ein Listentyp, der lebt im Speicher. Das heißt also, da ist völlig klar, wenn ich da was reintue, dann wird es irgendwo im Speicher abgelegt. Wenn ich noch was reintue, liegt es auch im Speicher. Wenn ich wieder was raushole, oder wenn, dann kriege ich es aus dem Speicher. Wenn ich es lösche, löscht das aus dem Speicher. Alles wunderbar. Aber diese Eigenschaft, dass man irgendwie aus irgendwas nacheinander Sachen rausholen kann, die ist ja eher allgemein. Da könnte ich mir jetzt also überlegen, ich könnte ja was Allgemeineres definieren, was einfach nur nacheinander Objekte von einem bestimmten Typ ausspuckt. Und das macht dieses IEnumerable. Das I da vorne deutet es schon an, das ist ein sogenanntes Interface. Also man kann das geht in Java auch, und das geht auch in C++, in vielen Programmiersprachen, einfach nur die Schnittstelle beschreiben. Und das macht natürlich diese Kapselung, von der hatten wir es ja gerade eben, auch von der hatten wir es ja auch letzte Woche, nochmal eine Nummer einfacher. Also diese Idee zu sagen, hier, alle Drucker sind im Prinzip gleich, besorg mir so ein Druckerobjekt und druck einfach auf dem los und dann der Druckertreiber soll sich halt drum kümmern, wie das Zeug auf den tatsächlich physikalisch vorhandenen Drucker geht. Das kann man noch weiter abstrahieren, indem man einfach sagt, ich beschreibe mal die Schnittstelle von so einem Drucker komplett. Also alle Attribute, alle Properties, alle Methoden, was weiß ich, male einen Kreis und so weiter, schreibe ich da rein, aber ich implementiere die nicht. Und dann gehe ich hin und sage, wenn irgendjemand das jetzt implementieren möchte, dann muss er sich an diese Regel halten. Und das sehen wir hier. Also diese Regel, IEnumerable, sagt einfach nur, ich muss in der Lage sein, irgendwie mehrere Städte hintereinander zu beschaffen. Und das ist für uns natürlich extrem wichtig, mit solchen abstrakten Sachen zu arbeiten, weil unser Plan ist ja am Ende, das nicht alles von Hand zu programmieren, sondern irgendwie mehr oder weniger automatisiert den Krempel aus der Datenbank zu bekommen. Und spätestens dann ist natürlich ein Listentyp, der sich im Speicher aufhält, blöd, weil da müsste ja die Datenbank da auch sein und das ist ja eigentlich nicht der Fall. Also wenn ich, was weiß ich, 80.000 Artikelstammdatensätze habe, dann habe ich die ja nicht einfach im Speicher irgendwo rumliegen. Also versuchen wir, solche Interfaces zu benutzen. Und dieses Interface ist halt einfach total blöd. Das kann einfach immer das nächste und das nächste und das nächste holen. Oder es kann sich zum Beispiel, wie wir es hier gleich benutzen, in ein Array umwandeln. Dann holt er einfach alle hintereinander weg und dann haben wir sie.
Hat aber für uns den Vorteil, falls diese Dinger jetzt nicht als Liste im Speicher rumliegen, ja, sondern aus einer Datenbank kommen, könnten wir einfach den gleichen Code benutzen. Ja. Solange das, was uns die Städte bereitstellt, dieses Interface implementiert, so nennt man das, solange funktioniert unser Code. Und diesen Code, den kriegen wir auch gar nicht anders hin. Also wir müssten uns jetzt, wenn wir tatsächlich hier Städte übergeben wollen, müssten wir uns überlegen, wie wir einen Typ definieren, der mehrere Städte umfassen kann. Und das könnte jetzt ein Array sein oder eine Liste oder eine Queue oder irgendwas. Und das hätte für uns den Nachteil, dass jeder, der diese Person irgendwann mal implementieren, benutzen möchte, erstmal das, was er hat, in unseren vorgegebenen Datentyp konvertieren müsste. Und das wollen wir ja gerade nicht, weil wir können ja sagen, uns ist ja völlig egal, was er hat. Ja? Wenn er die aus der Datenbank hat oder wenn er sie irgendwie als Array schon vorliegen hat, ist uns egal. Gib uns mal deine Städte. Und zwar nach dieser Regel. Und der Vorteil an diesen Standard-Interfaces ist natürlich, jetzt gehen die meisten Standardobjekte hin und implementieren einfach diese Interfaces. Und dann haben wir das Problem von der Backe. Ne? Also zum Beispiel unser Datenbank-Zugriffsmechanismus, der macht das genauso. Der implementiert einfach diese Interfaces und wir benutzen es stumpf runter. Ja, und ob der dann da hinten eine Datenbank oder ein Speicherobjekt hat, ist uns egal. Und der zweite Trick ist, wenn der dann dahinter eine Oracle-Datenbank oder eine SQL von Microsoft oder irgendwas ganz Exotisches hat, ist uns das auch egal. Ja. So, wir benutzen dieses Interface jetzt in einer, sagen wir mal, sportlichen Art und Weise. Also wir benutzen genau eine Methode davon. Und zwar holen wir uns aus diesem Interface erstmal alle Städte raus und gucken, ob das mehr als eine ist. Oder mehr als 0 sind. Also wenn es nämlich 0 sind, dann haben wir ja ein Problem. Denn hier steht ja, jeder wohnt in einer Stadt. So. Also muss wohnt in die Mindestlänge von 1 haben. Und wenn es die nicht hat, dann schmeißen wir halt eben wie gewohnt unsere Exception. So, ansonsten das nächste ist unser wohnt in. Das ist ja hier unsere Property. Das ist ja der, den wir schon kennen. Ne? Also hier unsere Liste. Ja. Der hat eine Methode addRange. Fügt mal alles hinzu. Und dann fügt er die einfach alle hintereinander hinzu. Und da wir die nachher eh aufrufen, können wir nachher uns vorher auch die hier aufrufen. Da ist der Preis der gleiche. Gut, und bei Stadt-Land, also zwischen Städten und Ländern, da gibt es ja immer nur eine Beziehung, wo auf die Kardinalität 1 ist. Also Stadt ist ja gar keine Liste von Stadt und Land ist ja auch, also hat ja auch keine Liste von Hauptstädten, sondern genau eine. Da haben wir auch keine Listentypen. Ne? Also wir haben ja gesagt, wenn da eine 1 steht, dann ist Stadt, also dann ist Hauptstadt eben vom Typ Stadt. Ist ja nur eine Stadt und nicht mehrere Städte. Und hier haben wir ja jetzt den Unterschied, dass hier dieses wohnt in, ja, das können ja jetzt mehrere Städte sein. Und deshalb müssen wir da auch einen anderen Typ nehmen, nämlich, wie man es hier oben sieht, wohnt in ist eine Liste und Stadt und geboren in, was eben nur eine Stadt ist, ist eben vom Typ Stadt. So, der Rest ist dann, sind dann schon Eigenschaften, also beziehungsweise Verhaltensweisen, da kümmern wir uns nachher mal drum. Wenn ich jetzt das richtig hier sehe, fehlt uns eigentlich nur noch die Person in ihrer, genau, ihren Konstruktor haben wir jetzt besprochen und wie gesagt, der Rest ist ja dann schon Verhalten. Gut, also so ist im Prinzip das Übertragen von einem Datenmodell. Ich mache aus jedem von diesen Kästen, ne, die nennen wir ja Objekttypen, mache ich so eine Klasse, ja, geschweifte Klammer auf, geschweifte Klammer zu, aus jedem Kasten so ein Dings. Dann kann ich in diese geschweiften Klammern rein meine Attribute definieren. Das mache ich in der Regel, indem ich das doppelt mache, also auf den ersten Blick natürlich doppelt, aber indem ich einfach nur Properties definiere und die Properties in der Regel dann lokal, also innen drin in privaten Attributen ablege.
wie gesagt, das muss nicht so sein. Da kann man sich ja was anderes überlegen. Ne? Wenn man zum Beispiel so eine Description macht, dann wird die eben nicht abgelegt, sondern in dem Moment, wo die einer aufruft, erzeugt. Ja? Dann gehen wir los und gucken uns die ganzen Attribute an. Wenn wir die ganzen Attribute haben, dann gucken wir uns die ganzen Relationen an, machen aus den Relationen wieder Attribute. Ja, also ich sage, okay, liegt an, ist eine Eigenschaft von Stadt und ist eben eine Eigenschaft von mehrere Flüsse, ne, ist der Typ von dieser Eigenschaft. Dann basteln wir die ganzen Eigenschaften da rein und dann gehen wir als Letztes hin und kümmern uns um die Verhaltensweisen und die habe ich jetzt hier schon mal so angedeutet. Nachdem wir jetzt die Relation, also das eigentliche Datenmodell, uns komplett fertig angeguckt haben, gibt es im nächsten Schritt nochmal eine kleine Zusammenfassung, bevor wir uns dann mit den Funktionalitäten tiefer beschäftigen.